sobald dreimal der Kuckelhahn kräht, du wirst mich für 40 Silberlinge verraten. Willkommen zur Zusammenfassung des Wien-Streams. Adam macht die Stadt live mit seinem ausgeliehenen Fahrrad und erstmals einer Schulterkamera unsicher. Die Zuschauer sind von Beginn an skeptisch gegenüber seinen Fahrradfahrkünsten. Zu Recht. Cool, er hat mich sogar reingelassen. Auf Schilleingasse. Hallo, ich komme aus Deutschland. Die ist mir zu langsam, soll ich mal klingeln? Ach sorry, war ein Versehen. Oh wei, guck mal, der hat die Tür noch offen. Der hat die Tür noch offen, warte. Lass ihm Bescheid sagen, dass er die Tür noch offen hat. Ich hätte mir vielleicht doch einen Helm anziehen sollen. Gehört das so? Ach guck, das gehört so. Ich dachte, die ist versehentlich auf. Oh, falscher Alarm. Achso, Entschuldigung, ich komme aus Deutschland, sorry, ich weiß es nicht. Eine Stelle sagt, Adam fährt da wie ich in GTA. Adam ist am Naschmarkt angekommen. Ja, können Sie mir was empfehlen? Das ist so alles zum Naschen, oder? Ja, ja. Was nehmen die Leute? Ja, oder Mischung? Mischung, ja, Mischung wäre super. Mischung. Einfach mal so 100 Gramm. 25. Oh, ja, nee, ich brauche nur sowas für 100 Gramm. Ich wollte mal durchprobieren, sorry. Mach mal raus. Nicht ein Kilogramm, ja, ja. Sorry. Gut, sowas? Nüsse sehr gut mit trinken. Ja, Nüsse bin ich doch jetzt auf einmal allergisch. Ich würde das Gummi nehmen, also nur das Zeug direkt. So würden Sie gerne. 7 Euro. Mach mal 10 Euro. Ja, machen wir 7. Mach mal 10. Ich habe nicht mehr als 7 dabei. Ich muss Bargeld holen. 7 kriege ich zusammen. Gerne, ohne Sorgen. Gerne. Nur 7 Euro. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wurde abgezogen. Wenigstens habe ich mich nicht um 20 Euro lumpen lassen, sondern nur um 7. Na gut, schmeckt jetzt halt wie trockenes Obst. Lass uns das zurückgeben. Mal ganz im Ernst. Ich wollte so viel gar nicht haben. Hast du gesagt, wenn du das zurückgibst, dann erschießt er dich. Ich habe das ja eben hier gekauft. Ich habe folgendes Problem. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Mir fehlt jetzt Geld für das 7 Ticket. 7 Euro habe ich gegeben. Ja, genau. Ich habe auch 7 Euro gegeben. Das Problem ist, mir fehlt jetzt 1,50 Euro für das Ticket, für die Bahn. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Kann ich irgendwie zurückverkaufen? Also die gelben zum Beispiel mag ich nicht so. Oh, ich glaube, er schießt mich jetzt echt. Das ist nett, weil ich komme sonst nicht nach Hause. Denn meine Freundin bringt mich sonst um. Das nächste Mal kaufe ich wieder für 20 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Ach so, ja, stimmt, das Geld. Ja, sorry. Dankeschön. 5 Sterne, gerne wieder. Ah, geil. Er hat mir sogar 2 Euro gegeben. Hallo. Hallo. Ich brauche einen Magneten für meinen YouTube-Kanal. Hier. Das hält? Wieso hält das? Weil wahrscheinlich nicht so viel Schnee drin ist. Ja, okay. Dankeschön. Servus. Servus. Oh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich war bei dem Einstand, ne, wo ich so auch Süßigkeiten gekauft habe. Wo sind die jetzt? Und der hat mir dann auf einmal so 2 Kilogramm reingemacht. Ist das bei euch auch so? Wo sind die 2 Kilogramm? Ne, der wollte mir da erst 2 Kilogramm reinmachen und dann bin ich gegangen und habe viel mehr bezahlt, als ich eigentlich wollte. Probier das mal. Hast du das schon probiert? Das ist ein Mandel mit Sesamhonig. Das erinnert mich einfach so an gebrannte Mandeln vom Jahrmarkt. Na, gebrannte Mandeln haben wir da drin. Das schmeckt ein bisschen ähnlich. Na so, mit Schoko. Ja, die sind cool. Könnt ihr mir davon 50 Gramm reinmachen oder ist das zu wenig? 100 Gramm ist Minimum. Und das kostet 100 Gramm? 92. Ja, 290. Machen wir 30 Cent. Okay, machen wir 92. Aber echt nur 100 Gramm, so nicht 2 Kilogramm oder so. Dankeschön. Ciao. Ebenso, danke. Ist alles tot. Tot. Ihr wollt, dass ich zum Prater gehe, aber andere wollen, dass ich zur Maria-Hilfer-Straße gehe. Was ist denn da? Muss ich mal nachfragen, was das ist, diese Maria-Hilfer-Straße. Nicht, dass sie mich da wieder irgendwo reinlotst, wo es ganz viele Noten gibt. Entschuldigung, die Maria-Hilfer-Straße, wo finde ich die denn? Ist das so eine Zwielicht? Was soll ich denn haben? Nein, nein, gar nicht. Also Sehenswürdigkeit, ja? Sehenswürdigkeit, es ist ja Einkaufsstraße. Ah, okay. Ich fahre über Rot, das reicht mir jetzt hier. Guck, die geht auch über Rot. Adam, der Gehweg ist Lava. Ja gut, dann fahre ich auf der Straße. Entschuldigung, wo ist denn die Einkaufsstraße hier? Oh, das ist zu spät. So, auf die Fahrradautobahn hier. Gratis Süßigkeiten, gratis Süßigkeiten, gratis Süßigkeiten, gratis Süßigkeiten. Das sieht mir aus wie eine seriöse Fahrradabstellstation.
In der Einkaufsstraße angekommen, versucht Adam, seine Süßigkeiten vom Naschmarkt loszuwerden. Ich habe Süßigkeiten gekauft, falls Sie irgendwie haben wollen, weil ich habe das eigentlich für YouTube gekauft, aber das schmeckt so scheiße. Und ich, ja, wirklich, also wenn Sie es irgendwie, oder die Linsen auch, wenn Sie irgendwas davon haben wollen. Dankeschön. Was ist denn Biber für ein Laden, weil ich komme aus Deutschland, ich habe keine Ahnung von dem. Was hat das? Biber, was ist das? Biber, das ist ein Drogeriemarkt. Also wie Rossmann? Ja, so wie, also Rossmann kenne ich gar nicht. Rossmann ist im Hauptbahnhof, glaube ich. Unten ist ein Rossmann. Echt wahr? Ja. Kenne ich gar nicht. Ah, das ist, glaube ich, weil die versuchen jetzt hier Fuß zu fassen, aber die sind eigentlich in Deutschland. Ach so. Und Biber ist wahrscheinlich was österreichisch, ne? Ich glaube schon, Biber und die M ist österreichisch. Die M ist auch österreichisch? Also, ich weiß nicht. Nein, vielleicht dazu ja ein Plätzchen, aber gibt es bei euch in die M? Ja, an jeder Ecke. Willst du was mitnehmen? Keine Ahnung. Also, du kannst einfach reingreifen. Ich versuche jetzt damit nichts Süßes zu essen. Ja, ich guck mal, wo ich es noch loswerde. Dankeschön. Ja, bis dann, tschüss. Tschüss. Butlers haben die hier auch, okay. Alter, ich hasse das so, wenn der Ball sich aufhängt. Ich hasse es so. Der Ball hat sich aufgehangen. Die Sachen einkauft beim Naschmarkt, die sind ja irgendwie, also irgendwie, ich glaube, die haben. Also, ihr habt schöner Naschmarkt, habt ihr, aber es ist jetzt halt auch ein bisschen. Er wollte mir erst 2 Kilogramm verkaufen. Deswegen halt die Frage, ob ihr das irgendwie haben wollt für einen Hamster oder sowas. Keine Ahnung, wer sowas frisst. Vielleicht Schweine. Was genau ist das? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Also, ja, das sind genau. Das sind sehr, sehr getrocknete Früchte. Aha. So eine Volksspeise? Ist das eine Volksspeise? Ich weiß nicht, ich komme nicht aus Wien. Ich muss dazu sagen, das ist eine gehypte Speise, weil das ist Clean Eating, das hat Vitamine, das ist gesund. Das okay. Ist eine Volksbewegung. Ja, aber schau, du musst dir denken, da erkennst du nicht, was es ist. Na, nur dann sei gegrüßt. Sorry, die Leute können mir Nachrichten welche schicken. Welche Kamera benutzt du denn? Ist ja, das erzähle ich dir später. Nein, ist keine GoPro. Erwischen bei den roten Ohren. Klingt die Stimme österreichisch? Ich habe extra eine österreichische Stimme eingefügt. Das klingt schon sehr geschwollen. Woher kommst du? Aus Deutschland, aus Frankfurt. Oh. Ist das gut oder nicht so gut? Ich habe das Gefühl, ihr habt Vorurteile gegen Deutsche. Ja, das ist richtig. Aber ich kläre auch. In Deutschland gibt es ja manchmal auch so Städte, wo die Leute auch keinen Bock haben, vor der Kamera zu sein und so weiter. Und hier waren bisher alle nett. Ich habe bisher eine 100%-Quote. Okay, ich habe auch erst viele Leute angesprochen oder so. Aber also sind schon besser als in so manch anderer Stadt. Also normalerweise sind Wiener dafür bekannt, dass sie unfreundlich sind. Allgemein Österreich. Also, ja. Aber Wien ist so ein Aber die Deutschen sind auch unfreundlich, oder? Ja, muss ich mal gucken. Österreich. Ein Schnitzel. Unser Eitriger. Wie heißt das? Das ist ein Eitriger, so Käsekleiner. Ein Eitriger heißt er? Ja. Aber, das klingt aber nicht so lecker, ne? Weil Eitrig. Das ist unser Trockener. So in Deutschland heißt das halt, dass man irgendwie halt so irgendwie so einen Pickel aufgerissen hat oder sowas. Was ist das, dieses eitrige Pickelding? Eitriger. Käse? Ja, Eitriger ist ein Käse. Es schaut halt aus, wie wenn du einen Pickel aufdrückst. Deswegen nennen wir es Eitriger. Ah, echt jetzt? Ja, weil du so einen geschmolzenen Kast drin hast. Wo kann man das kaufen? In jedem Chef. Echt jetzt? Ja, dafür haben wir keine Currywurst. So fertig gibt es, ja. Aber so frisch. Kriegst du es fast nirgendwo, das stimmt. Oh, Geschäftsidee. Kennt ihr euch mit dem Finanzamt Österreich aus? Vergiss es. Das ist kompliziert. Solange du keine Lehrlinge anstellst und danach kündigst und Frauen anstellst, wirst du keinen Gewinn machen. Aber Frauen sind bei uns doch sehr leicht zum Ausbeuten. Entschuldigung, aber das ist eine Reportage, man muss die Wahrheit. Ja, das ist auch, genau. Wenn da 10 Leute hinkommen, vielleicht sind 9 Leute nicht interessiert. Ne? Ja. Aber was? Brüste raus? Das ist so ein Standardsport, der kommt immer alle 2 Stunden. Oh. Ich soll euch vom Chat fragen, was ihr vom Moneyboy hält. Ich war auf einem Konzert, aber einfach nur, weil ich mir das einmal geben wollte. Einfach mal am Schottentor beim Würstelstand gibt es Currywurst. Am Schottentor beim Würstelstand gibt es Currywurst. Wow, okay. Wie ist euer Name eigentlich? Ihr habt bestimmt auch so, du heißt dann bestimmt. Ich habe einen typisch deutschen Namen. Stefan, Nils. Bernhard. Okay, kommt Wanda nicht aus Österreich? Wanda kommt aus Österreich. Ja, die habe ich irgendwo gehört auf YouTube. Dieser Typ, der irgendwie rauchend nackt auf der Wiese liegt in seinem Musikvideo. Ich kann eher mehr dazu sagen, ne? Zu Wanda. Bist du Wanda-Fans? Du, ne? Oh mein Gott, im Radio hören sie sich auch super an, aber wenn du das live gesehen hast, das ist Falco im Endstadium nur lange bevor sie so erfolgreich geworden sind. Also die schießen sich komplett auf der Bühne ab. Das ist kein Spaß, der hat sich hingelegt und hat auf der Bühne masturbiert. Der ist bäuchlings da gelegen, mitten am Donauinselfest, hat gesungen, während er onaniert hat. Der Sänger von Wanda? Ja. Und Falco hat man ja auch noch viel. Ah. Falco haben wir viel, ja. Ja, ich beim Fortgehen immer so 2 wieder. Uhr in der Früh. Aber ich spiele kommt Falco immer. Das ist immer so ein gutes Warm-up. Da weiß man, wie der Abend verläuft, wenn Genie irgendwie gerade. Genau. Also, falsches Beispiel. Falsches Beispiel. Kennt ihr den Drachenlord?
Was? Den Drachen dort. Oh Gott, das ganze Dorf abgeriegelt haben. Ja, genau. Aber Hauptsache über uns Inzest-Schweinewitze machen. Das sind wir die Liebsten. Das ist der Drachen. Ja. Ah, das ist was mit der Fritzel. Ah, okay. Oh, okay. Ja, na gut. Der Drachenlord ist was wie der Fritzel. Ja, okay. Schon, oder? Da war doch irgendwas mit seiner kleinen Schwester und dass alle sagen, er ist pädophil und sein Haus belagern. Ich glaube, das ist nicht bewiesen. Also ist es gar nicht bewiesen. Letzte Woche habe ich mich gefragt, was ist aus Natascha Kampusch geworden? Die ist jetzt ein Medienstar, so wie Drachenlord. Die hat es ordentlich vermarktet, ne? Ein paar Bücher geschrieben. Und deswegen wird sie bei uns sehr angefeindet, weil viele sagen, ja, und die Sau, die macht aus dieser Opferrolle Profit. Die Sau. Das. Ja, die einen Menschen sagen, ja, sie möchte ihre Geschichte teilen und Hoffnung machen. Die anderen sagen, naja, die lebt seit 10 Jahren von der Geschichte und schreibt ihr jetzt ihr 4. Buch. Wollt ihr noch was von diesem Blödsinn hier? Ja, ich würde es gern kosten. Ja. Das ist Nüsse, oder? Was? Ich glaube ja. Mhm. Genau, mit Schokolade überzogen. Ne? Mhm. Schmecken sie? Mhm. Dann nehme ich mir 2 und ich gebe euch den Rest. Ah, danke. Ich bin mal so. Was ist das? Es ist halt so komisch, weil das so geleehaft ist. Ja. So kandierte Früchte. Ja. Nein, so sagt die Uber-Fahrer, in Wien sind alle extrem gesprächig. Ja, okay, das überzeugt mich. Die Zuschauer stimmen dafür ab, dass Adam mit einem Uber zum Prater fährt. Das Ganze gestaltet sich schwieriger als erwartet, denn Adam kann das Uber nicht finden, das sich, genau wie Adam, immer weiter bewegt. Der Fahrer ist angekommen? Ja, davon weiß ich jetzt aber nichts. Fahrer! Also nicht die Fahrer von Fu, sondern ich meine mein Fahrer. Sie soll an der Kreuzung hier sein. Ich gehe jetzt wirklich da, wo er auf der Karte ist. Jetzt ist er hier nach links gefahren. Das ist er. Fahr nicht weg, du bist es. Fahr nicht weg. Ich habe ein gutes Ortskenntnis, ja. Das ist schon mal gut. Ich wollte nämlich zum Prater fahren. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt um die Uhrzeit. Ja, macht nichts. Lohnt schon, ja? Ja, dann machen wir das. Weißt du, was Adam bedeutet? Adam war, glaube ich, irgendwie der Weise oder sowas. Nein. Nee, dann Hauch des Lebens. Hauch des Lebens? Ich habe 12 Jahre die Bibel studiert, Mann. Ah. Jetzt studiere ich den Koran. Dann waren Sie quasi Christ und jetzt sind Sie Moslem? Nein, ich bin ein geborener Moslem. Ah, okay. Nur kein strenggläubiger. Ich glaube, die Leute, die Vorurteile haben, die berufen sich dann immer auf Verse vom Koran, wo es so irgendwie drin steht, dass man Krieg machen soll, wenn irgendjemand ungläubig verschwört. Im Koran steht überhaupt nicht, dass du Krieg anfängst, unschuldige Menschen zu töten. Dazu. Du darfst nicht deinen Feind mit Zorn umbringen. Mhm. Mit Zorn. Nein, das darfst du nicht. Weil da wird dich auch Gott fragen, warum hast du das getan? Mhm. Verstehst du? Du sollst ihm sanft, normal. Der, was gewinnt, gewinnt. Der, was verliert, verliert. Die Annahme, dass Wiener Uber-Fahrer gesprächig sind, bewahrheitet sich. Die Live-Zuschauer sind nicht nur von dem religiösen Monolog des Uber-Fahrers getriggert, sondern auch von seiner ständigen Aufforderung an Adam, genau zuzuhören. Hör zu, keiner, auch ein Fahrer und dann kein Priester, wenn du das fragen würdest, würde dir das nicht sagen. Weil sie verschweigen zu viel. Von wo das Kreuz kam, weißt du das? Ich weiß nicht, das Symbol war halt, weil Jesus dran gestorben ist und es wird halt angebetet, und aber mehr weiß ich gar nicht. Aber Gott hat gesagt, du sollst dir keine Götzenanbetung machen. Hör zu, damals war Krieg zwischen Moslems und Christen und haben mit diesem Schwert, und das war das Kreuz, ne? Als Symbol. Damals waren zu viele Leute abergläubisch. Aha, okay. Warum abergläubisch? Weil das Kreuz angehuldigt wurde. Mhm. Verstehst du? So, jetzt zeige ich dir, wo das Kreuz kam. Das Kreuz kam. Warum feiern wir heutzutage Marienempfängnis? Weil sie von Erzengel Gabriel eine gute Nachricht bekommen hat. Maria, du bekommst einen Sohn. Sie sagte zu ihm, wie kann ich einen Sohn bekommen, wobei mich kein Mann berührte? Ich komme von deinem Herrn, du bist sündlos und so gebe ich dir die Nachricht. Mhm. Und sie sagte Amen. Josef hat dir das nicht geglaubt. Okay. Wie kann sie schwanger sein? Er hat sich hingelegt, kam zu ihm, wieder Erzengel Gabriel, sagte Erzengel Gabriel zu ihm,
Josef, glaube an deine Frau. Er stand nächsten Morgen auf und sagte, was hast du zu mir zu sagen? Ja. Erzengel Gabriel kam zu mir, hat mir diese Nachricht gesagt. Sie sagte, pass jetzt gut auf, wir alle Menschen hier auf der Erde haben Engel, die uns beschützen. So kam das Kreuz. Das war von Jesus die Benachrichtigung, die gute Benachrichtigung, das Geburt und das Schicksal, wo er starb. Er starb aber nicht im Kreuz, sondern Gott hat ihn aufgehoben. Weißt du, in welchem Moment hat er ihn aufgehoben? Oh, beim Schanzenfest? Nein. Nee, dann weiß ich nicht genau. Als Judas ihn verraten hat. Der Fahrer hätte schon längst über die Brücke fahren sollen. Bedauerlicherweise zahlt Adam pro Kilometer. Meister, ich werde dich nie verraten. Müssen wir nicht eigentlich schon ganz nach rechts abbiegen? Nein, ich bin falsch gefahren. Kein Ding. Er sagte zu Judas, sobald dreimal der Kuckelhahn kräht, du wirst mich für 40 Silberlinge verraten. Okay. Und das war's auch. Gott kann nicht der Vater sein, der biologische Vater. Warum nicht? Weil bei uns gibt es eine Sure im Islam. Die heißt, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kullu wa la ahad, Allahu samad, Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Das heißt, Gott ist einer, Gott wurde nicht geboren, Gott gebärt auch nicht. Er erschafft nur, wenn man will, und keiner ist ihm gleich. Deine Frau wie eine Perle behandeln. Okay. Wie behandelt man eine Perle? Ja, sehr eine vorsichtig. Perle, sehr vorsichtig. Und wenn sie weint, musst du sie polieren. Adam, es war mir eine Ehre. Ja, interessant. Es tut mir leid, ich weiß nur das, also was willst du mich noch fragen? Alles Hast Gute. Du für mich 1 Euro, 2 Euro so als Trinkgeld? Kann man nicht Trinkgeld über Uber geben direkt? Nein, die Uber ist Mehrwertsteuer. Achso, ja stimmt, bist ja auch jetzt mehr gefahren. Mehrwertsteuer nehmen Sie, das ist mein Problem. Erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr zu mir steht, dass ihr ganze Zeit dabei geblieben seid, dass ihr Hilfe angeboten habt. Das ist tatsächlich der Haupteingang des Praters. 5-6 Mal hat er seine Einsätze verpasst beim Abbiegen. Ich würde gerne mal Achterbahn mit euch live fahren. Hallo, kann man hier mit Rucksack rein? Ja. Bitte? Achso, nee, ich baue es mit, weil da sind Medikamente drin. Das rattert mir zu sehr. Ich möchte raus aus Achterbahn 1. Boris, wie? Ich habe irgendwie eine Mandel im Mund. Wo kommt die denn her? Full HD. Regenbooster 85 fragt, wo die Besoffenen sind. Ja, noch nicht mal hier auf der Kartbahn. Boah, hier ist ja echt nichts los. Ein Wunder, dass hier überhaupt noch die Sachen leuchten. Also Monster Jammer sagt, neben Ecstasy ist eine Geisterbahn. Das klingt gut. Geisterschloss. Hallo. Hallo. Ich sehe nichts, Leute. Kein Wasser! Kein Wasser machen! Warum Wasser machen? Oh, jetzt. Das ist total nass hier. Das ist der erste Tag Kamera. Scheiß Geisterbahn. Nein! Die Hauptsache ist Dunkelheit in HD. Wollt ihr da rein? Was? Vor allem jetzt. Ah, du bist nass! Hör auf! Scheiß nasses Teil. Wie viele Kameras hier drin sind, echt krass. Die wollen echt nicht, dass man hier drin pimpert. Das ist ja mein Schatz. Es ist Kultur. Naja, ich glaube, da haben schon einige ihre Wichsgriffel hingepackt, oder? Kann man da wirklich was gewinnen?
Simon Matt sagte, die Automaten triggern mich, nur ein Spiel. Ja, okay, komm Simon. Komm Simon. Ah, Simon, der versteht mich. Capri sagt, die Automaten sind Abzocke. Nee, Simon und ich, wir sehen das anders. Und let's go. Geil, das ist sogar Mario gebrandet. Wie geil. Luigi liegt halt besser. Ich meine, sonst liegt hier gar nichts, oder? Wie viel Zeit haben wir zu besprechen? Also, 17 Sekunden. Schnell abstimmen, Leute. Ja, okay. So, Leute. Okay, damit habe ich jetzt nicht geredet. Ich glaube, wir müssen aufhören, Simon. Nochmal. Jetzt liegt er richtig nur noch einmal. Jetzt hol ihn raus. Ja, okay. Nochmal 50 Cent rein. Ja, bitte. Ja, okay, mach. Oh, ich krieg zwei auf einmal. Jesus. Scheiße. Es ist nicht euer Ernst. Zwei Luigi. Oh! Ach komm, Leute. Vor allen Dingen ist es Luigi, der kommt eh immer zu kurz, ne? It's me, Luigi. Where are you from? Serbia. Serbia. Where did you try? Oh, you want a Pikachu? Yes. Yeah, I will get it for you. We're gonna grab him by the ass. And he, yeah, okay. How many times did you try it? Three. Sorry, girls. Thank you for trying. I thought that this is a superstition. You want to keep the Luigi? Okay, thanks. That's a present from us, yeah. Die bleiben uns treu und wir bleiben im Kontakt, okay? Bis dann. Abonniere, um nicht zu verpassen, wenn Adam die Automaten oder ganze Städte unsicher macht.